Oi, 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 oi. Jo. Hey Luki, Emma und ich, wir wollen mal wissen, was ist deine abgefahrene Geschichte mit Gott? Du hast was erlebt, das haben schon einige erzählt, hau mal raus. Wir sind am Start. Es hat was mit Tieren zu tun, gell? Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also eine total abgefahrene Erfahrung habe ich gemacht. Ein Erlebnis, als ich noch jünger war. Hey, hast du irgendein Bild, wie jung du da warst? Ja, ich kann dir mal ein Bild zeigen, wie ich früher aussah. Sehr lustig. Moment. So. Okay, zeig mal. Hier. Ja, krass. Ich war mit meinen Eltern im Dänemark-Urlaub. Jedes Jahr. Und in diesem einen Jahr waren wir angeln mit meinem Papa. Jeden Tag, 5 Tage die Woche. Natürlich, es kam, wie es kommen musste. Wir haben nicht einen einzigen Fisch gefangen. Und dann, am Tag 5, war der große Moment, wird es heute soweit sein. Wir stehen da an diesem kleinen Fjord mitten in Dänemark, wir werfen unsere Angel aus und nichts passiert. Wir waren so frustriert und kurz vor Schluss sagte mein Papa zu mir, Lukas, jetzt bete doch mal. Das habe ich dann auch gemacht, ich habe die Hände gefaltet, ja, ganz einfach, Hände gefaltet und gesagt, lieber Herr Jesus, bitte, schenke mir einen Fisch. Wir waren also fertig mit Angeln. Wir packen alle frustriert unsere Sachen zusammen. Und in diesem Moment ist etwas passiert. Ein Mann kommt auf mich zu. Es war ein Holländer, der gebrochen Deutsch sprechen konnte. Er kam direkt auf mich zu. Er drückte mir eine riesige Forelle in die Arme, kniete sich zu mir runter und sagte, hier, ich schenke dir meinen Fisch. Ich schaute ihn mit großen Augen nur an. Er stand auf und dann sagte er noch was. Er sagte, weißt du, der liebe Herrgott ist überall. Und in diesem Moment wusste ich, Gott hat mein Gebet erhört. Er hört Gebet, Leute, er ist der Wahnsinn. Ja, das passiert nicht jedes Jahr, aber das ist eine Geschichte, von der zehre ich heute noch. Und das soll dir Mut machen. Ja, dir auch. Ja, Gott kann heute noch Gebete hören. Und Gott ist da. Hey, was hast du mit Gott erlebt? Wir freuen uns immer über eure Geschichten. Unser Stay on Fire Blog ist so voll davon, von diesen Stories. Und bin auch Gott so dankbar, dass er durch solche Geschichten auch in dieser Welt, auch heute noch, spricht und sein Zeugnis teilt. Danke, Luki. Danke, Luki. Und danke an dich, dass du dabei bist. Sei gesegnet. Drehst du dich auch schon in deinem Stuhl, so wie ich? Das ist die beste Entscheidung. Ein Bürostuhl, so ein Schreibtischstuhl, den man so drehen kann. Ja, Mann. Hey, vielen Dank, dass du diese bewegende Geschichte mitgehört hast. Hey, sei ermutigt und bleib dabei bei Stay on Fire. Es kommen noch viele weitere coole Lucky Talks auf dich zu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.